Das sind nämlich die Jugendlichen, die hoffentlich, wir drücken alle mal die Daumen, hoffentlich von mehreren Häftlingen vergewaltigt werden. Auf dem Abendspaziergang nach Hause. Wenn sie sich eine tolle neue Maus geholt haben. Wow. Okay, da haben sie es zerbumst, aber er kann jetzt wirklich... Er schreibt Noobs! Eben hat er wieder rumgeflamed, der andere soll keine Orb spielen, weil er sagt, so ein räudiges Stück. Und wenn ich jetzt irgendwas von unserem Desperated höre, von wegen, wird direkt noch ein Report, Alter. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Folge CSGO Matchmaking. Hello, Team. Hallo. Und das Team spricht. Und er geht Mitte. Sehr schön, wir haben einen Mittelspieler, hervorragend. Ich hasse es, Mitte zu gehen, von daher passt mir das gerade mal ins Geschäft. Ne? Ich werde jetzt genüsslich auf B gehen und dort ordentlich Headshots verteilen. Ihr wisst, der letzte Runde, beziehungsweise im letzten Video, habe ich mir vorgenommen, schlecht zu spielen. Das hat auch super funktioniert. Aber für dieses Video habe ich mir jetzt vorgenommen, besser als letztes Mal zu sein. Nicht unbedingt direkt den Global raushängen zu lassen, ne? Ich will es nicht übertreiben. Aber schon gut zu spielen, ne? Defusing. Es ging doch ganz gut rum. Kommt da was fest oder was, Bro? Ja, klingt ganz nach B. Okay, die, sage mal, die laggen aber so ein bisschen dreckig umher, ne? Hier. Der hat doch gerade geleckt wie die Sau. Und dann gibt er mir noch. Ich habe dem anderen 84 und 4 gegeben, ne? Mit der P90, der da so komisch rumgezuckelt ist die ganze Zeit. Komm, der hat weniger als die Hälfte. Nice, also. Na gut, es läuft noch nicht so ganz rosig, aber ich habe immerhin schon einen Kill und auch einen Stern. Es fängt gut an, würde ich sagen. Also so teammäßig fängt es gut an. Okay, gut, hier ist niemand. Er klaut ihn mir. Wisst ihr, und später heißt dann, Killer, du machst keine Kills. Ja, ja, kriege ich direkt wieder den Hals des Todes, ne? Geil. Also es läuft jetzt für mich persönlich leider eher etwas langsam an. Aber insgesamt ist es schon nicht schlecht. Ja, wir haben jetzt 3 Runden geholt. Gut, jetzt können sie kaufen. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir ihnen jetzt nicht die Möglichkeit geben, uns irgendwie anzugreifen. Can you drop me? No, your shit. Can you drop me? No, your shit. Ohne Witz, den Team-Attacker hat er verdient. Ihr Stück Scheiße, Mann. Wie kann man nur so dumm sein? Er hat jetzt noch fast 7000 Dollar und er droppt der Mate keine Waffe. Alter, ich report ihn jetzt gleich. Das räudige Stück Scheiße. Wegen Griefing, verstehst du? Wegen Griefing. Der räudige Killklauer meint, er kann jemanden als schlecht bezeichnen. Okay, gut. 3 gegen 2. Oh, scheiße. Er holt ihn eine Millisekunde zu spät. Oh Gott. Guckt euch diesen räudigen Lacker an, Alter. Ich hätte mir so gewünscht, dass wir jetzt die Runde verlieren. Gras kriegt direkt einen Angriff auf den Teammate. Okay, gut, ich habe einen M4 bekommen. Das passt schon mal, aber nicht von dem räudigen Stück Hunde. Scheiße, sondern von anderen. Mir mussten andere helfen, obwohl er der reicheste Dreckarsch der Welt ist. One man room. Ah! Direkt mal reported, ey, den scheiß Teammate. Eben hat er wieder rumgeflamed. Der andere soll keine Orb spielen, weil er sagt. So ein räudiges Stück. Für so Menschen gibt es einen ganz, ganz bestimmten Platz in der Hölle. Das sind nämlich die Jugendlichen, die hoffentlich, wir drücken alle mal die Daumen, hoffentlich von mehreren Häftlingen vergewaltigt werden. Auf dem Abendspaziergang nach Hause. Wenn sie sich eine tolle neue Maus geholt haben. Boah. Krass, was ein Lacker, ne? Er hockt da über eine Sekunde und kriegt nichts auf die Fresse. Und ich gehe hier vorbei oder auch nicht? Oh. 66 und 83. Okay, alles klar. Schade, ne? Schade. Was treibt ihr hier? Warum macht ihr das? Warum geht keiner Mitte? Dann gehe ich halt mal auf die Mitte. Oh. Ich sollte nicht auf die Plätze gehen, für die ich nicht stehe. Das ist doch schon wieder ein richtig räudiges Spiel hier. Und zwar vom Feinsten, oder? Okay, gut, komm. Wir können kaufen. Dass wir wenigstens hier die Runde holen. Auch wenn das jetzt kein schönes Spiel wird, muss es zumindest ein Sieg werden. Denn ich kann jetzt nicht schon wieder einen Lose gebrauchen. Da kriege ich hundertprozentig den Downrank. Die Fewer Games waren ja schon alle ziemlich negativ. Das hat mich schon extrem gewundert, dass ich da nicht verloren habe. Ich habe eben schon ein Spiel aufgenommen, wo ich aber zwischendurch dann die Aufnahme aus Versehen abgebrochen hatte. Das heißt, ja, das ist in den Arsch gelaufen, die Aufnahme. Obwohl das Spiel eigentlich, also die Aufnahme sehr amüsant war. Aber das Spiel war dennoch verloren. Und ja, jetzt nochmal ein Lose, hundertprozentiger Downrank. So ein Kind! Jetzt fangen sie schon an, sich gegenseitig zu kicken, ne? Es ist so behindert. Grün will Gelb kicken, weil Gelb sich AWPs kauft. Und das findet Grün nicht in Ordnung. Nein, das geht so nicht. Gelb, wie kannst du nur, du Ferkel? Er hat damit schon einige Kills gemacht, was will er denn? Natürlich geht's mal in die Hose. Es ist einfach so lächerlich, ich hasse solche Mitspieler. Das sind so kleine Scheißkinder. Krieg ich so einen brutalen Aggress drauf, gibt's gar nicht. Also nicht an sich auf Kinder, aber ihr kennt diese kleinen Scheißkinder. Auch die Jüngeren von euch kennen sie. Wo ihr dann denkt, fuck man, das ist eine Schande für meine Altersgruppe. Stop playing up. You fucking name. Dann sagt er zu Argon, Drickskipper von mir. Alter Verwalter. Wenn er in China geboren worden wäre, ich als Mädchen, dann gebe ich ihn gar. Das wäre für die Welt auf jeden Fall schöner. Und jetzt sage ich euch gleich mal eine ganz interessante Denkweise, ja? Wie man praktisch so die Freundlichkeit von Menschen messen kann. Und zwar geht es da tatsächlich, hauptsächlich. Oh! Ach komm! Main B. Das hat er jetzt ja geil hinbekommen, ne, der Kollege? Freut mich, dass er das so schön gemacht hat, ey. So, verstehst du? Jetzt habe ich ihm schön die AWP gegeben. Was sagt der Spray jetzt dazu, ne? Guck mal!
Er wollte ihn jetzt killen und deswegen hat er die AWP weggelegt. Er wurde gezwungen, die AWP wegzulegen. Ich könnte mich jetzt die ganze Nacht darüber aufregen, wie hurensöhnig dieser Kerl spielt. Würde ich ihn deswegen anschießen? Nie im Leben. Würde ich ihn reporten? Ich habe es jetzt mindestens schon 20 Mal gemacht. Hoffentlich wird er gebannt, Alter. Natürlich wird so jemand nicht gebannt, oder? Geht es auch an Overwatcher, wenn jemand gebannt wird wegen Abusive Chat, Abusive Dingens und wegen Griefing? Er hat da noch nicht wirklich was gemacht. Er hat halt nur die Waffen nicht gedroppt, wenn er gefragt wurde, obwohl er viel, viel, viel zu viel Geld hat. Und er droht mit Teamkill. Wenn ich ihn jetzt wegen Abusive Chat, Abusive Voice und Abusive und Griefing reportet, wie geht man dann damit um? Ihr merkt, ich bin so ein bisschen aggressiver als sonst. Liegt einfach jetzt an der Zeit. Ich wollte das Video eigentlich schon deutlich früher aufnehmen, es ging aber nicht, ich kam nicht dazu und bla bla bla. Dann spackt vorhin Fraps ab und die Aufnahme ist weg. Wie gesagt, es ist jetzt 1.53 Uhr, also gleich 2 Uhr. Ich denke, hiermit bin ich fertig, so um 2.30 Uhr und da brauche ich Minimum eine Stunde, um das zu schneiden. Eher länger, wenn es lang wird. Natürlich ist es gar nicht so schlimm mit dieser langen Wachbleiberei, aber ich mache das jetzt schon so lange am Stück und irgendwann zerrt es echt, es zerrt einfach ultra. Bei mir prägt sich das in erster Linie darin aus, dass ich ultra die schlechte Haut bekommen, also im Face, was natürlich sehr schön ist. Eigentlich habe ich damit sonst keine großen Probleme. Klar, ich bin halt müde über den Tag, aber es ist ja nicht so schlimm. Aber ich bekomme halt eine extrem unreine Haut und ich bin YouTuberianer, ne? Da musst du hübsch sein. Zum Glück habe ich an sich ein hübsches Gesicht, ne? Es ist nicht schlimm, wenn da mal ein Pickel 2, 3 oder 20 drauf sind. Aber jeder kennt es, es nervt einfach. Deswegen will ich gucken, dass ich meinen kompletten Rhythmus so ein bisschen weiter nach vorne verlege. Ich könnte es auch auf jeden Fall schaffen, wenn ich über den Tag nicht so viel dödeln würde. Und gerade heute habe ich den Tag dann noch hart mit meiner Freundin zusammen verdödelt. Wir wollten eigentlich voll viel machen und dann haben wir aber doch nicht viel gemacht. Wie es halt so ist, also wir haben schon viel gemacht, aber ja. Nochmal ein Feind abkommen. Scheiße, scheiße. Fuck. Und wenn ich jetzt irgendwas von unserem Desperated höre, von wegen, der direkt noch ein Report, Alter. Guck dir. Ja, sometimes two of your teams are shit. Das ist so ein Wichsbeutel, ne? Für ihn kämpfe ich mich jetzt hoch, dass ich über ihm stehe, bei dem heutigen Spast. Desperated. Und dann drücke ich ihm noch irgendeinen Spruch rein. Geil, Mann. Ich schieß durch den Mate durch, weil wir alle so wie aufgescheuchte Hühner umeinander rennen. Okay, egal, das ist unsere Runde. Egal, es muss wie gesagt zumindest ein Sieg werden, damit ich hier nicht direkt wieder den Downrank drin habe. Obwohl es für die Fury Games auf jeden Fall nicht schlecht wäre, wenn ich einen deutlich niedrigeren Rang hätte, denn dann würden wir die Bombe nicht am Spawn liegen lassen. Geil. Denn dann ist es natürlich für die Silver-Spieler auch angenehmer. Wir werden ja oft einfach total zerrupft, weil ich mit meinem Rank da bin, dann sind dann 4 Silver-Spieler dabei und dann guten Abend, Herr Nachbar, ne? Bro, du musst doch jetzt nicht zwingend vor mir rumlaufen und mir in den Arsch schießen. Dankeschön. Hat er mir jetzt ultramäßig in den Arsch geschossen? Nur noch 40. Ich glaube, der hat mir richtig hart gegeben, ne? Desperated war das. Das will ich jetzt mal nachschauen. Da habe ich einen Stern geholt, Alter. Wer sagt, dass ich schlecht bin? Wer was? Ich habe nichts gehört. Er hat mir 60 in 2 gegeben. Er hat mir allen Schaden, den ich gefressen habe, hat er mir gegeben. Finde ich gerade ultra feig. Aber es kann mal passieren. Ich will ihm jetzt auch nichts unterstellen, dass er das jetzt mit Absicht gemacht hat. Auch wenn ich ihn so hasse. Nein, ich bin einfach zu freundlich dafür eingestellt. Und on Spot B. Gut, okay. Es kommt sicher einer von hinten, den hole ich mir jetzt. Ha! Hab ich gerochen. So desperated, ich komm. Ich komm langsam mit dich heran, du Sack. Direkt mal hochkaufen zur AK. So. Haben sie jetzt schon Waffen? Nee, noch eine Runde, ne? Eine Runde haben wir noch. Beziehungsweise vielleicht haben sie MPs, okay, aber damit können sie nicht viel anrichten, alles klar, ne? Alles klar. Logisch. Er ist gerade mal 22 Punkte vor mir. Ah, fuck! Ich hab die ganze Zeit hingeaimt und dann kommt da der Wichser. Inside, inside. Nice flash. Sorry, sorry. Inside, corner. Car. Okay, da haben sie uns zerbumst, aber er kann jetzt wirklich... Er schreibt Noobs! Was ein Vollidiot, oder? Was für ein vertrottelter Vollidiot. Ich habe ihn jetzt einfach mal gemutet. Die anderen haben auch dazu aufgerufen, dass wir ihn mal muten sollten. Also auch diesen, also die Communication blocken, dass wir auch den Chat nicht mehr lesen können. Weil der nämlich richtig abfuckt, der Kerl. Wow, fuck, 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 fuck. Wow, 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 wow. Warum kann man eigentlich 2 Flashs haben, aber sonst nichts doppelt? Ich meine, gut, die Flashs sind sehr dünn, das verstehe ich. Aber man kann ja auch nicht 2 Dinger haben. Decoys. Die sind doch genauso. Ich hätte so gern 2 Granaten, 2 Mollys oder sowas. Shit, ey. 5 HP left, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt will ich echt nicht ins Feuergefecht kommen hier. Ich vertraue Grün gerade nicht so extrem. Oh, nice. Es sind keine 20 Punkte mehr bis auf den ersten Platz. Desperated, du bist dran. Ich kämpfe mich hoch. So, Desperated ist jetzt auch down. Sehr schön. Oh, scheiße. 85. Naja, immerhin, es ist noch eingesagt. Das hätte ich nicht machen dürfen. Es sind nur noch 14 Punkte bis auf Platz 1. Er ist sogar nur noch auf Platz 2. Aha, aha. Boah. Nice.
Ah, shit, es fehlen noch 10 Punkte, um ihn zu erreichen. Fuck, ey, das Spiel ist zu kurz. Aber nach der Runde könnte ich jetzt, wenn ich reinhaue, zumindest noch einen Platz unter ihn kommen. Alter. Man hat zwei... Der ist da drin! Der Wichser ist mit mir im Kreis gerannt, ne? In der Scheiß-Smoke. Das hätte eigentlich so eine schöne Runde werden können für mich. Aber dann doch nicht. Mit einem Ace würde ich jetzt auf jeden Fall an die Spitze rücken. One more smoke. Okay, okay. Ace clear. Ja. Ah! Nein! Ach komm! Ach, das fuckt mich jetzt aber ordentlich ab, ne? Er hat defused. Er hat echt defused, ne? Diese Mates sind wirklich so nice am Stissel, ne? On point. Das war jetzt... Ich sag einfach mal, es war meine Schuld. Ich hätte nicht sterben dürfen, weil ich war doch der am nächsten an der Bombe dran stand. Aber die volle Schuld habe ich natürlich auch nicht, denn die Mates waren ja noch da. Sie waren ja noch zu zweit da und nachdem ich gestorben war, vergingen gute 5 bis 10 Sekunden. Also, sie können mir jetzt nicht erzählen, dass er schon dran saß und gerade so letzte Sekunde, bla bla bla. Boah! Noch einer! Alter! Oh, Kinders! Habe ich mich gerade totgeschwitzt oder habe ich mich gerade tot? Ich habe ihn überholt! Alter! So! Direkt gehen, Alter. Hab ich's geschafft oder hab ich's geschafft, Leute? Das Adrenalin fließt gerade durch mich durch. Ich würde sagen, 50 Daumen gehen auf jeden Fall dafür, oder? Das ist das erste Mal in meinem YouTuber-Leben, dass ich so eine Daumenzahl ansag. Man hört ja immer 50.000 Daumen. Alles unter 100.000 Daumen ist lächerlich und sowas. Ich sage jetzt hervor, dass wir nach 2 Tagen auf diesem Video 50 Daumen generiert bekommen. Vor allem für diese letzte krasse Runde. Guck mal, wie ich zitter. Gar nicht, verstehst, weil ich ein Global bin. Danke fürs Zusehen und an der Stelle schon wieder, ja ich weiß, ein herzliches Willkommen an alle neuen Community-Mitglieder. Es freut mich extrem, dass ihr dabei seid. Das Giveaway wird ausgewertet in 5 Tagen ungefähr, beziehungsweise ausgewertet wird es am Montag. Und dann schaue ich, wann das Video kommt, wann ich das Video dazu mache und hin und her. Stay tuned, Kinders. Vielen Dank für alles.